Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei keine Ahnung, wie viel bei der wievielten Folge Minecraft. Ich begrüße euch, freue mich, dass ihr wieder da seid und ich habe da eine kleine Höhle entdeckt, in der ich mal ganz kurz rein reinschauen möchte, wenn ich sie denn finde. Ach da, genau. Es ist auf jeden Fall keine Höhle in Diamanthöhe. Das ist schon mal sicher. Ah. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du explodierst mir nicht vor der Nase, mein Junge. Das hast du dir so gedacht, ne? Ja, ja, ich kenne dich doch. Da hinten steht Fred Bart Herbert Günther. So, da drüben ist lustiges Treiben. Da oben, kann mir da irgendwas passieren? Ich glaube nicht, oder? Ich baue mich trotzdem mal ganz kurz da. Okay, hier kann mir absolut nichts passieren. Von da oben könnte was kommen. Ich snack mir jetzt hier erstmal ganz kurz das Zeug. Und dann haben wir hier nichts weiter. Hier ist nochmal Kohle, da ist Eisen. Das nehmen wir uns natürlich alles mit. Und dann hatte ich noch vor, ein bisschen Lockmittel in die Taschen zu stecken und nochmal nach ein paar per Wolle gewaschenen Schafen zu suchen, die uns sicherlich behilflich sein werden bei der Innenraumarchitektur bzw. bei dem Design unseres Teppichs. Ja, ich weiß, dass du grün bist und ich weiß, dass du explodierst. Aber du kommst nicht hier hoch. Haha. Ha. So, da unten ist schon der nächste grüne Geselle. Da kommt der nächste. Okay. Alles in Ordnung bei euch? Geht's euch gut? Das freut mich. Warte mal. Ich hab doch einen Bogen. Aber es bringt mir sowieso nichts, weil ich dann die XP nicht bekomme. Wenn die da unten rumschwirren. So, da ist auch... Ach so, hier oben ist auch noch was. Da können wir mal ganz so kurz eine Fackel setzen. Hier klappert mir die ganze Zeit irgendein Herbert im Ohr rum. Entschuldigung, Günther natürlich. Günther, wir wollen ja die Tradition beibehalten. Ist hier noch Eisen drunter? Nein. Dann, lasse ich das hier erstmal Höhle sein. Und begebe mich wieder zurück in unser schönes Häuslein. Tja, keiner da, keiner da. Sehr gut. Ich könnte eigentlich auch mal hier diese Brücke anfangen. Damit wir hier nicht immer drüber schwimmen müssen oder mir zumindest hier mal ein Boot hinbasteln und eine Anlegestelle oder irgendwie sowas. Aber gut. So, wir basteln uns Zaun. Damit wir uns ein kleines Gehege schaffen können. Holz haben wir natürlich aus der Hand gelegt, da war ja was. Zack, zack und dann... Das war genau falsch rum. So, ich glaube, wir hatten... Huch, hier auch noch... Ach so, das war Fichtenholz. Hier haben wir jetzt unseren Eichenholzzaun. Damit begeben wir uns natürlich gleich wieder zurück.
und zäunen hier ein bisschen weiter ein. Hier noch ein bisschen hin. Reicht das? Das dürfte, glaube ich, reichen, oder? Ja, es reicht sehr gut. Der kommt weg. Und dann hole ich mir noch ganz kurz ein Zauntor, ein zweites. Was wir jetzt wirklich aus anderem Holz machen müssen? Na gut, machen wir uns das aus anderem Holz. Zack, zack, ein Zauntor. Dann spleasen wir uns das da noch dran. Machen das hin. Das sieht jetzt natürlich nicht schön aus, das werde ich selbstverständlich noch umändern. Wir könnten noch mal wieder was essen, sehe ich gerade. So, und dann leeren wir unser Inventar ein bisschen aus. Wir hatten, glaube ich, ein bisschen Eisen gesammelt. Huch, ein bisschen Eisen gesammelt. Wo ist es? Da ist es. So, dann hatten wir Kohle, die kommt in die Kiste. Wir haben Zeugs dabei. Nee, das wollte ich ja gerade mitnehmen. Das kann da rein und das kann auch da rein. So, und dann würde ich sagen, begeben wir uns mal ein kleines bisschen auf die Suche nach Schafe. Das können wir schon mal offen lassen. Ich gehe erstmal hier lang. Ich glaube nämlich, hier hinten irgendwann welche gesehen zu haben. Da ist eine ganze Menge Zuckerrohr, okay. Hops. Da sind Hühner. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da sind Schweine, die wollte ich eigentlich auch nicht. Ich würde eigentlich ganz gerne Kühe holen, da wir da auch gleich noch die Frage mit dem Leder geklärt hätten. Wo wir das herbekommen? Da... Nee, das ist kein Schwein. Kein Schaf. So. Hundis! Hundis! Oh! Habe ich Knochen dabei? Nee. Natürlich nicht. Sehr gut. Da unten kommt schon Werner angelaufen, der sah auch mal besser aus. So, keine Schafe. So. Ich renne jetzt mal nicht wie so eine Pussy hier wieder zum Haus zurück, nur weil es gerade dunkel wird. So, da waren die Schweinchen. Waren hier unten Schafe vielleicht? Schafe! Na, ihr Schafe. Kennt irgendeiner euch den Film? Kennt irgendeiner von euch den Film? Das war, ich glaube, aus Ein Schweinchen namens Babe. Da gab es diese wundervolle Parole. Na, ihr Schafe. Genau. Und da sind sie alle angekommen damals. Aber irgendwie klappt das ja nicht so richtig. Ob es wieder daran liegt, dass hier die ganzen Hunde in der Nähe sind und wieder meine Schafe weggeschlachtet haben. Dann werde ich aber zum rasenden Wildschaf. Du musst es ausbaden. Keine Schafe. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind und bin schon an drei verschiedenen Schafen vorbeigelaufen. Da hinten sind schon wieder Hunde. Oh, ein Geselle in Grün. Ne?
Ja. Ach, Mann. Blöd, Mann. Sind hier nicht irgendwo Schafe? Nee. Das sieht aber geil aus hier. Muss ich mal so festhalten. Gut, ich laufe mal wieder zurück. Ich überlege gerade, wo ich überhaupt hin muss. Na? Oh. Aber wenn die kommen, dann kommen sie mal gleich in der Herde, wa? Da ist noch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja knapp mit unserem Leben, meine Güte. Das hätte ich ja gerade beinahe vollkommen aus den Augen verloren. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hallo Enderman, dich greife ich jetzt mal nicht an, da habe ich nicht genug Leben. So. Schafe? Nee. Keine Schafe. Hm. Mach mal da. Hasis. Oh, ein Baby-Hasi. Oh, ist der niedlich. Ach, süß. Ein Mini-Hoppler. Ja, du kriegst uns eh nicht. Hochklettern, vielleicht sehe ich hier irgendwo ein paar Schäfchen. Schafs. Wo seid's denn, ihr Schafe? Hier ist auch schön, ne? Ist das da hinten? Nein, das ist kein Schaf. Jo. Oh Gott, da hatte ich mir das Springen irgendwie anders vorgestellt. Ja, ja, du kannst mir doch eh nichts. So, da ist Zuckerrohr. Da vorne war unser Häuslein. Glaube ich zumindest, dass das unser Haus war. Ich habe es da leuchten sehen. Oder sollte ich mich etwa geirrt haben? Oh ne, ne, ich hab da schon unseren... Oh! Oh! Da hab ich mich aber geirrt. Ich wollte gerade sagen, da habe ich schon unseren Zaun entdeckt. Naja, er will natürlich auch wieder... Aufmerksamkeit. Daneben. Wieder mal was essen. Das Essen geht auch hier weg wie... Weg wie ja nicht. So, gehen wir hier drauf. Vielleicht sehen wir da noch was.
Da ist wieder ein kleiner Teich. Aber wir sehen absolut keine Schafe. Das ist sehr tragisch. So. Ein schwarzes Hasi. Der sieht irgendwie... Jo. Der sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Ja. Damit wäre in dieser Folge ja nicht ganz so viel passiert. Ich hatte gedacht, wir finden hier ein paar kleine Schäfchen, die wir uns dann gleich mal nach... Oh, ist es vom Baum gefallen, das kleine Kaninchen. Was wir... nein, die wir uns dann gleich mal... Hier ist der Creeper gewesen, der explodiert ist. Wo bin ich? Ich glaube, ich bin von da gekommen, ne? Wo der hier explodiert ist. Ach, guck mal, wer da kommt. Hier ist ein schwarz-weißes Kaninchen. Also, hier gibt es echt viele von denen, ne? Viele verschiedene. Viele, viele bunte Hasis. So, natürlich nicht reinfallen, das wäre ganz optimal. So, ich gehe da jetzt mal hoch. Es kann irgendwie nicht sein, dass wir jetzt gar nichts mehr finden, weder unser Haus noch Schafe. Da erhoffe ich mir von diesem erhöhten Gebilde, dass wir hier irgendwie mal irgendwas erkennen. Das ist natürlich auch sehr geil, ne? Das ist natürlich wieder mal eine sehr geile Map. Autsch. Das war tiefer, als ich gedacht habe gerade. So, hier sind überall Schweine. Da sind Hühner. Ja, der ist doch... Wir finden partout keine Schafe. Das gibt's doch nicht. Wir müssen irgendwo Schafe sein. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind hier gerade neu in der Map gewesen. Gerade neu gespawnt, Folge 1, und sind auf der Suche nach Schafe, weil wir einfach mal ein Bett brauchen. Ja, da hätten wir lange suchen können hier, ne? Das ist schon tragisch. So. Ich glaube, ich renne hier auch immer weiter ins Verderben. Nun gut, okay. Habe ich da etwa ein Schaf gesehen? Nein. Das war bloß ein Diuritschwein. Dann, hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Folge ein bisschen erfolgreicher sind, was die Suche nach Schafen angeht. Und das Zurückfinden zu unserem Haus natürlich auch. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier an dieser wundervollen Quelle, an diesem idyllischen Wasserfall. Und ja, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, sage ich mal, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, gerne einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge Minecraft Survival. Tschüss!